Hallo Wolfgang, kannst du mal etwas über Skorpiongifte bringen, bitte? Das würde mich sehr interessieren und vielleicht interessiert es ja auch deine anderen Zuschauer. Bitte schön, ein Video über Skorpiongifte. Wenn euch meine Themen interessieren, abonniert diesen YouTube-Kanal und aktiviert gleichzeitig rechts unten die Glocke, dann werdet ihr zukünftig keine Videos mehr verpassen. Ein Skorpiongift ist eine hochkomplexe Mixtur aus verschiedenen Komponenten. Je nach Art können diese Skorpiongifte ziemlich wirksam sein. Ein Vertreter aus der Familie der Butiden beispielsweise ist in der Lage, seine Beutetiere innerhalb von wenigen Sekunden mit einem Stich zu lähmen. Skorpiongifte lassen sich in zwei große Gruppen einteilen: Alpha-Toxine und Beta-Toxine. Diese Toxine weisen oftmals eine hohe chemische und thermische Stabilität auf. Sie interagieren für gewöhnlich mit verschiedenen Seiten der spannungsabhängigen Natriumkanäle. In der Regel wird die Inaktivierung der Natriumkanäle an den Nervenzellen verhindert, was dazu führt, dass die Reizübertragung ausgelöst bzw. aufrechterhalten wird. Zudem führen Skorpiongifte oftmals zur Freisetzung von körpereigenen Botenstoffen, die mit einer Stressreaktion verbunden sind. Die Botenstoffe, von denen die Rede ist, gehören zu den Katecholaminen. Und wenn Katecholamine in erhöhter Menge ausgeschüttet werden, kann es zu systemischen Reaktionen und zu mitunter lebensbedrohlichen Zuständen kommen. Typische Symptome einer schweren Vergiftung durch einen Skorpionstich sind lokale Schmerzen und Lähmungserscheinungen sowie myokardiale Dysfunktionen und sogar Verletzungen. Des Weiteren kann es auch zu Lungenödemen und im schlimmsten Fall zu einem kardiogenen Schock kommen. Manche Komponenten des Skorpiongiftes beeinflussen die spannungsabhängigen Kaliumkanäle und wieder andere auch die Calciumkanäle. Diese scheinen jedoch bei der Vergiftung von Menschen durch Skorpionstiche eine untergeordnete Rolle zu spielen. Weitere Komponenten des Skorpiongiftes sind Hyaluronidasen, Metalloproteasen und Phospholipasen. Das sind Komponenten, die auch in vielen anderen Tiergiften vorkommen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schaut euch noch ein paar von meinen anderen Videos an. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.